Unsere Themen am Mittwoch. Stadtspitze steht Rede und Antwort. Cottbusser müssen mehr zahlen. Und ein Band und die körperliche Belastungsgrenze. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Der neue Renault Koleos. Es gibt immer einen anderen Weg. Mitte der Woche, Halbzeit. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Mittwoch. Ein Duell auf der A15 haben sich heute Morgen Polizisten mit Reibtransportern geliefert. Sie wurden zunächst gegen 2.30 Uhr kontrolliert. Die Fahrer haben daraufhin Gas gegeben. Die Bundes- und Landespolizei hat einen Transporter später verlassen an der Cottbusser Markgrafenmühle, einen anderen in Rogosen aufgefunden. Der dritte ist auf der B168 bei Lakoma gegen einen Baum gefahren und hat sich überschlagen. Der ukrainische Fahrer wurde daraufhin festgenommen. Die Fahrzeuge wurden in Baden-Württemberg gestohlen. Den Cottbussern zuhören und mit ihnen gemeinsam eine Lösung finden, eben miteinander reden. Genau das will die Rathausspitze um Holger Kelch. Mit den Stadtteilgesprächen wurde der Anfang gemacht. Doch schnell wurde klar, zu den Flüchtlingen gibt es gar nicht so viele Fragen. Oft sind es die Alltagsdinge, die aufregen. Die Stadt hat darauf reagiert und setzt den Bürgerdialog fort. Dienstagabend im Cottbusser Stadthaus, Auftaktveranstaltung der zweiten Bürgerdialogreihe. Das Neue daran, anders als noch im Sommer, gibt es nun thematische Schwerpunkte. Erst im Anschluss ist die Runde offen für andere Fragen. Gestern ging es um das Thema Wohnen in Cottbus. Und dabei blieb es auch, anders als vielleicht erwartet, kam keine einzige Frage zur Flüchtlingssituation. Die Sorgen der rund 60 anwesenden Besucher waren ganz andere. Viele haben ein Problem mit der Ordnung und der Sicherheit in ihren Wohnvierteln. Besonders im Umfeld von zwei Supermärkten in Sandow. Dort kommt es oft zu nächtlichen Ruhestörungen durch Trinker. Auch der viele Müll um die großen Wohnblöcke stößt auf. Antworten kamen aber nicht nur von der Stadtspitze, sondern auch von den zwei großen Vermietern. GWC-Geschäftsführer Dr. Thorsten Kunze und Thilo Eichler von der EG Wohnen waren positiv überrascht über so viel gezielte Fragen. Beide wollen die Probleme nun verstärkt angehen. Ja, dass wir schon unsere Kollegen noch weiter sensibilisieren, im Wohngebiet Augen und Ohren offen zu halten, dass wir gerade dieses Sicherheitsbedürfnis, was die Leute verspüren, was sie auch haben wollen, dass wir das viel stärker umsetzen. Und das ist für uns eine neue Qualität. Wir werden da sehr gern mithelfen von unserer Seite aus. Aber es hilft nicht, dass wir nur wir alleine was machen. Da müssen mehrere Institutionen zusammenwirken und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Dass die Veranstaltung so sachlich blieb, gefiel auch dem Oberbürgermeister. Die fehlende Flüchtlingsdebatte zeigte ihm, dass die Stadt wohl ihre Hausaufgaben gemacht hat. Also ich glaube, das Thema ist nicht vom Tisch, aber vielleicht hat auch vieles zur Entspannung dazu beigetragen, dass wir viele Fragen in der ersten Staffel beantworten können. Und wir müssen auch aber ehrlicherweise zugeben, dass wir uns gemeinsam mit der Polizei, was die Fragen der Sicherheit und der Ordnung anbetrifft, sehr viel unternommen haben in den letzten Monaten. Und wir werden mal sehen, wie es mit dem Sicherheitsgefühl der Cottbusserinnen und Cottbusser ist. Aber ich glaube, dass wir offen da sind, dass wir auch ansprechbar sind für die Probleme, hat auch dazu beigetragen, dass die Cottbusser und Cottbusser wissen, dass sie sich auf ihre Stadt doch im Großen und Ganzen verlassen können. In einem Monat geht der Bürgerdialog im Stadthaus weiter. Am 13. November dreht sich dann, wie von den Verantwortlichen erhofft, auch wieder alles um das angesetzte Thema. Diesmal der Strukturwandel.
Auch der RBB geht in den Dialog über die angespannte Lage. Anfang des Jahres in Cottbus wurde ja bereits im März öffentlich diskutiert. Eine weitere Gesprächsrunde ist für morgen Abend geplant. Allerdings haben viele Interviewpartner abgesagt. Martina Münch vom Cottbuser Aufbruch, Vertreter von Cottbus Nazifrei, der Vorsitzende der Grünen Jens Weißflog und auch Stadtverordnetenchef Reinhard Drogler kommen nicht. Sie wollen nicht mit Zukunft Heimat an einem Tisch stehen. Wie Sie daran teilnehmen können, das zeigen wir in den Kurznachrichten. Ein neues Gespräch. In der Chemiefabrik gibt es morgen Abend eine weitere Podiumsdiskussion des RBB. Unter anderem mit Vertretern und Bürgern der Stadt Cottbus. Bei der Podiumsdiskussion werden aktuelle Themen, die die Stadt betreffen, besprochen. Diesmal sind Oberbürgermeister Holger Kelch, Brandenburgs Staatskanzleichef Martin Gorhold, Politikwissenschaftler Dirk Borstel und Hans-Christoph Bernd von Zukunft Heimat dabei. Einlass ist um 18.15 Uhr, Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr in der Chemiefabrik. Die Debatte wird am selben Tag um 21 Uhr im RBB gezeigt. Anfang März gab es die erste Podiumsdiskussion unter dem Motto Nachgefragt, Cottbus unerhört. Miteinander reden. Die Initiative Aufarbeitung Region Cottbus und die beiden deutschen Diktaturen lädt zusammen mit dem Integrationsbeauftragten der Stadt Cottbus zum interreligiösen Gespräch ein. Interessierte können sich mit dem Thema Religion in einer offenen Diskussionsrunde auseinandersetzen. Dabei sind Vertreter verschiedener Religionsgemeinschaften da. Darunter der Buddhismus, Christentum oder der Islam. Beginn ist nächste Woche Dienstag um 18 Uhr im Familienhaus Cottbus. Es wird gereinigt. Die Lausitzer Wassergesellschaft spült im Bereich Cottbus-Mitte die Trinkwasserhauptleitungen. Die Leitungen werden so von feinen Partikeln, die im Wasser enthalten sind, befreit. Gespült wird immer zu den Nachtstunden von 22 bis 5 Uhr. Die LWG betont, dass während dieser Zeit so wenig wie möglich die Wasch- und Spülmaschinen genutzt werden sollten. Die Spülung ist unbedenklich, dennoch sollten die Betroffenen es vermeiden, aus der Leitung zu trinken. Beginn der Spülung ist am Sonntag und endet am 26. Oktober. Die Mitarbeiter der LWG haben aktuell auch im Norden von Cottbus zu tun. Sie sanieren in der Siloer Landstraße einen Mischwasserkanal. Der ist 840 Meter lang und 80 Jahre alt. Die Bauarbeiten sollen bis Mitte Dezember beendet sein und kosten rund 600.000 Euro. Auch die Stadt Cottbus investiert, wenn es um die Straßenreinigung oder Abfallentsorgung geht. Bei über 100.000 Einwohnern kommt da schon ordentlich Müll zusammen. Die ohnehin schon knappe Haushaltskasse der Stadt wird dadurch ziemlich belastet. Um sie wiederum zu entlasten, müssen jetzt die Cottbusser ran. Aber keine Angst, selber fegen oder die Mülltonne leeren müssen sie nicht. Saubere Straßen und gestreute Gehwege. Um diese Arbeiten kümmert sich die Stadt Cottbus. 2019 steigen dafür aber leicht die Preise. So haben sich die Stadtverordneten entschieden. Auch der Winterdienst ist davon betroffen. Das hat mehrere Gründe. Die Entsorgung von Streugut und Straßenkehricht ist nämlich teurer geworden. Auch die Alba Cottbus GmbH hat die Preise erhöht. Also spielen viele Faktoren bei der Preiserhöhung eine Rolle. Das ist nicht, weil Verwaltung schlecht gearbeitet hat, sondern weil hier insbesondere ein richtiger Winter zu berücksichtigen war. Und alle werden sich wundern, 17 gab es doch gar keinen Winter, es war der Januar und der war jeden Tag mit Einsätzen zu fahren und das schlägt sich nieder. Ansonsten bleiben die Anliegerpflichten nach dem Straßenverzeichnis von 2018 bestehen. Bei der Abfallentsorgung erhöhen sich auch die Preise. Ab 2019 steigt die Jahresgebühr von 69,68 Euro auf 74,36 Euro. Bei einem 60 Liter Abfallbehälter sind das also 4,68 Euro mehr. Aber dafür bieten wir noch eine zusätzliche Serviceleistung an. Wir haben nach wie vor die Möglichkeit, also Sperrmüll von zu Hause abzuholen, auch Elektroschrott von zu Hause abzuholen. Wir haben nach wie vor keine zusätzlichen Kosten für den Wertstoffhof. Also das ist alles in der Tonnengebühr mit drin. Das ist für Cottbus eine tolle Sache und die sollte jeder nutzen. Und die nutzt auch jeder. Ich habe mir das selber angeguckt, dort im Süden wird viele sagen, warum habt ihr nicht schon eher diesen Wertstoffhof geöffnet? Bei denen ändern sich übrigens die Öffnungszeiten. Ab Dezember haben die Höfe von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Ab März gelten dann wieder die normalen Öffnungszeiten.
Wer hat Alida Maria Krobock gesehen? Die 17-Jährige aus Senfenberg ist seit gestern verschwunden. Sie ist 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß und hat schulterlange schwarzbraune Haare. An ihr auffällig sind die zwei Wangenpiercings und zwei Ohrtunnel. Alida Maria wurde zuletzt mit einer schwarzen Leggings, dunklen Nike-Turnschuhen und einer Camouflagejacke mit Kapuze gesehen. Hinweise nimmt jede Polizeistelle entgegen. Die Bikini-Zeit ist so langsam vorbei, das ist aber kein Freifahrtschein fürs Schlemmen. Okay, ab und an muss das schon mal sein. Um dann das Gewissen zu beruhigen, hilft nur eins: Sport. Und genau den können Sie jetzt zusammen mit Dr. Carola Wiesner machen. Das aktuelle Expertenangebot der Woche folgt im Anschluss. Morgen ist dann Christian Risse zur Stelle. Bis dahin. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute im Fitnessstudio Chakra zu Gast. Neben mir sind Galina und Cesar, die beide hier fleißig trainieren. Wir wollen Ihnen heute Übungen zeigen mit dem Theraband. Für unsere erste Übung heben wir beide Arme lang nach oben und ziehen das Theraband in den Nacken. Dabei sollen die Handgelenke schön lang bleiben. Wir spannen den Bauch an und zusätzlich heben wir immer noch ein Bein. Eine gute Bauchspannung herstellen und los geht's. Die Arme hinter den Kopf ziehen und ein Bein heben. Langsam wieder senken. Und heben und wieder senken. Die ganze Zeit die Bauchspannung lassen, damit wir schön stabil stehen. Und die Arme hinter den Kopf ziehen. Die Handgelenke bleiben lang. Und wieder lösen. Heben und wieder ab. Spannen. Und wieder ab. Spannen und wieder ab. Noch vier und ab. Drei und ab. Zwei und ab. Und einmal noch heben und senken. Für unsere zweite Übung stellen wir einen Fuß nach vorn und den anderen nach hinten. Vorne das Knie beugen und den Rumpf aufrichten, die Schulter nach hinten ziehen. Jetzt die Arme heben und langsam wieder senken. Den Rumpf gut aufrichten, den Bauch spannen und dann starten wir. Arm nach hinten spannen, langsam wieder lösen. Spannen, schön weit hochziehen und wieder lösen. Spannen. Und wieder lösen. Spannen und wieder lösen. Heben, ausatmen und wieder ein. Spannen und wieder ab. Spannen und wieder ab. Noch viermal. Vier und ab. Und drei und ab. Zwei und ab. Und beim letzten Mal halten wir oben und ziehen ganz mit kleinen Bewegungen das Theraband nach hinten. Und heben, heben, halten, halten, Schultern nach unten ziehen und halten. Die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, langsam wieder senken. Für unsere dritte Übung legen wir uns auf den Rücken, ein Fuß ist aufgestellt und das andere Bein heben wir an. Da kommt das Theraband herum. Beide Arme jetzt nach unten spannen, auf den Boden und fest fixieren. Wir fangen an, das Bein zu kreisen. Die Aufgabe ist, das Becken stabil zu lassen und das Bein nur aus dem Hüftgelenk heraus zu kreisen. Wenn das stabil ist, werden die Kreise größer. Die Arme zur Seite nehmen und nach unten fest auf den Boden spannen. Die Schultern werden auf den Boden gespannt und jetzt geht's los. Das Bein fängt an zu kreisen. Erst einmal mit kleineren Kreisen anfangen. Das Becken stabil auf den Boden drücken, also die Bauchmuskulatur gut anspannen. Und dann ruhig versuchen, etwas größer zu werden. Wichtig ist immer wieder, dass die Kreise an die Decke gemalt werden und das Bein nicht runterfällt. Halten und andersherum kreisen. Andersherum. Immer noch kräftig die Arme nach unten spannen. Wichtig auch die Halswirbelsäule lang zu ziehen. Und noch vier und drei und zwei
und 1. Jetzt wechseln wir die Seite. Die Arme wieder spannen, Bauch fest und los geht's. In eine Richtung beginnen. Schön die Schultern nach unten drücken und ganz ruhig atmen bei dieser Übung. Die Kreise möglichst größer werden lassen. Und andersherum kreisen. Die Arme gut fixiert lassen. Und wir kreisen noch 4, 3, 2 und 1. Wir begeben uns nun in die Bauchlage und heben den Kopf an. Das Theraband ist diagonal über den Rücken gespannt und jetzt sind beide Arme noch gebeugt. Beide Arme wollen wir spannen, sodass wir diagonal über den Rücken ziehen und wieder lösen. Dabei halten wir die ganze Zeit den Kopf oben, die Füße sind aufgestellt und der Po ist gespannt. So, den Kopf heben, Halswirbelsäule langziehen. Die Arme abheben und jetzt geht's los. Arme weit rausschieben, in die Diagonale, langsam wieder beugen. Mit dem Theraband immer gleichmäßig und ruhig arbeiten. Spannen und wieder beugen. Spannen und wieder beugen. Spannen und wieder beugen. Spannen und wieder beugen. Die letzten 4 und ab. 3, zurück, 2, zurück und einmal noch spannen, zurück und die Seite wechseln. Los geht's, wieder spannen diagonal und langsam zurück. Spannen und wieder zurück. Beim Spannen ausatmen und wieder ein. Spannen und wieder rück. Schieben und wieder rück. Die Ellbogengelenke niemals ganz durchstrecken, aber lang machen und wieder lösen. Spannen und lösen. Und die letzten 4 und rück. 3 und rück. 2 und rück. Und einmal noch spannen und rück. Das waren unsere Übungen mit dem Theraband. Beachten Sie bitte auch, dass es unterschiedliche Stärken gibt. Cäsar hat zum Beispiel ein blaues, ist etwas kräftiger und wir beide haben ein grünes benutzt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Galina und bei Cäsar. Das war's schon wieder, liebe Zuschauer. Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie fit und gesund. Ihr wollt, dass eure Lieblingsklamotten auch nach langer Zeit wie neu aussehen? Dann holt euch jetzt diesen Wärmepumpentrockner von AEG. Denn der pflegt eure Kleidung und ist jetzt als Angebot der Woche für nur 555 Euro bei Expert erhältlich. Dank AEG Sensi Dry benötigt der Trockner nur halb so hohe Temperaturen wie Standardgeräte. Das spart nicht nur Strom, sondern schont auch eure Textilien. Die XXL Protex Schontrommel fasst dabei bis zu 8 Kilogramm und ändert immer wieder die Bewegungsrichtung, was für deutlich weniger Knitter sorgt. Die diversen Programme bieten für jede Wäscheart die richtige Trocknung, zum Beispiel für empfindliche Textilien wie Wolle oder Seide oder auch für Bettwäsche oder Sportkleidung. Außerdem passt die ProSense-Technologie mit Hilfe von Sensoren die Trocknungszeit und den Energiebedarf je nach Wäschemenge und Feuchtegrad individuell an. Und mit nur einem Handgriff könnt ihr den Öko-Flow-Filter entnehmen, um ihn zu reinigen. Dank seines speziellen Designs sorgt er für einen konstant starken Luftstrom und damit für einen niedrigen Energieverbrauch. Insgesamt arbeitet das Gerät also besonders sparsam und zählt deshalb zur besten Energieeffizienzklasse A++. Dieser Wärmepumpentrockner von AEG schont eure Lieblingskleidung und arbeitet dabei schnell und effizient. Als Angebot der Woche bekommt ihr ihn jetzt für nur 555 Euro bei Expert.
Auch die kommende Nacht wird wieder sternenklar und mit 14 Grad recht mild. Es bleibt zudem trocken. Sonne satt und sommerliche Temperaturen, so zeigt sich der Donnerstag. Es geht auf 24 Grad rauf, wir dürfen uns auf 10 Sonnenstunden freuen. Am Freitag geht es genauso weiter, der Sommer geht also in die erneute Verlängerung. Die Post ist da. Einfach öffnen und da ist auch schon das Passwort. Die Familie Vogt hat sich vor kurzem bei der Online-Geschäftsstelle der Knappschaft registriert. Und jetzt haben sie alles, was sie brauchen, um loszulegen. Hier können die Vogts ihre Anliegen bearbeiten. Martin Vogt will Transparenz. Kein Problem, denn nun bekommt er Einblick in die Kosten für seine Behandlungen. Und Anja Vogt? Sie interessiert etwas ganz anderes. Genau. Und Glückwunsch! Mit dem Schwangerschaftskalender kann sie selbst ihren Geburtstermin errechnen, erfährt wichtige Informationen über die Entwicklungen und erhält Tipps und Tricks für den Schwangerschaftsalltag. Was macht eigentlich Hanna? Und wo ist ihre Gesundheitskarte? Nun gut. Auf Meine Knappschaft kann sie den Verlust mobil melden und eine neue beantragen. Nicht nur für die Vogts, sondern auch für alle anderen Versicherten bietet Meine Knappschaft wichtige und sinnvolle Services. Schauen Sie doch auch vorbei und registrieren Sie sich bei Meine Knappschaft. Finden Sie noch schneller Ihre neue Wohnung mit der EG Wohnen App. Holen Sie sich mit dem EG Wohnen Wohnungsfinder aktuelle Angebote direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet. Egal ob zu Hause oder unterwegs. Angebote nach eigenen Vorstellungen filtern. Brandneues erhalten Sie über Push-Nachrichten. Mit dem integrierten Terminplaner verpassen Sie keinen Besichtigungstermin. Jetzt runterladen im App Store oder bei Google Play.